So, den Moni habe ich ja schon spielen sehen, den Yannick noch nicht. Das wird sehr interessant. Bist du denn aufgeregt? Aufgeregt? Nein, ich werde nie verlieren. Du wirst dich verlieren, sagst du, ja? Mensch, man kann nur gewinnen an Erfahrung. Ja, na, das sowieso, ja. So, ich gucke mal kurz. Spieldauer haben wir 90 Minuten. Ja, der Moni weiß das ja schon. Wir testen ja mal diverse Sachen mal so ein bisschen durch. Wir haben letzte Woche einen Cooldown gehabt von 10 Minuten, glaube ich, ne? Den würde ich jetzt mal bei eurem Spiel mal auf 5 Minuten runterschrauben, um das einfach mal zu testen. Das mit den Ebenen, hast du das schon mitgekriegt, Yannick? Oder nicht so? Nicht viel. Okay, wir hatten bei den letzten Spielen in dem Fall, dass im Cooldown sich einfach auf der Ebene aufgebaut worden ist, wo der andere war. Dementsprechend wurde das ziemlich schnell unterbunden. Deswegen haben wir gesagt, das gibt es so nicht mehr, dass im Cooldown bei solchen Erhöhungen, wo der andere ist, also nicht gebaut werden darf. Aber eine drunter sozusagen. Eine drunter. Wie hatten wir das letztes Mal? Auf der ersten Ebene, der Hauptebene, wo man startet, die ist gesichert innerhalb des Cooldown. Richtig, weil es ist meistens so, dass das, glaube ich, eine oberste Ebene ist und dann, glaube ich, war noch eine darunter. Genau, dann gibt es eine zweite Ebene oder Ja. halt einen Hintereingang sozusagen. Genau, wenn's die gibt, ja. Weil sowas ja beim Corner und beim wem waren das? Ich glaube beim Prof oder beim Carlo. Da doch der Corner zwar also auf der gleichen Ebene, aber weiter dahinter, sag ich mal, seine Kommandozentrale hingesetzt. Ja, genau. Da haben wir ja das gehabt. Ja, man muss jetzt unterschreiben, da wollte ich noch mal einen kurzen Einwand machen. Und zwar haben wir ja, wenn wir jetzt bei vier Spielern zum Beispiel ausgehen, auf vier gleich hohe Ebenen. Und das betrifft ja nur die Ebene, die unmittelbar erreichbar ist, ne? Also die nicht über andere Ebenen erreichbar ist, sondern nur über die eigene Ebene. Die sind halt gesaved. Und es gibt, glaube ich, keine Maps, wo die Startebene automatisch im Rondell, also wo man einmal so ein Rondell rumzieht um die Map, alle miteinander verbindet. Gibt es, glaube ich, nicht. Das haben die immer so gemacht. Ja gut, glaube ein oder zwei Maps gibt's auf jeden Fall. Also bei One vs. One normalerweise bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber da müsste glaube ein oder zwei Maps geben, wo sozusagen auf einer Ebene zwei Echsen machen kannst. Also zwei Mineralien Ja, wir fehlen. müssen einfach mal probieren, ne? Wie Chris eben Genau. schon gesagt hat, wir probieren das jetzt gerade und das ist auch wichtig, dass wir das nicht probieren. Und das, was die Zuschauer und was wir selber dann so feststellen, das können wir natürlich gemeinsam alles besprechen und ändern, ne? Genau. Ja gut, wenn wir, ich sag mal, wenn irgendwie was sein soll oder das, sage ich mal, jetzt nicht gelten soll, dann kannst du Chris ja als Beobachter dann einfach reinschreiben. Weil wir können Ja, es ja dann lesen. das kriegen wir dann schon hin, ja. Ja, alles gut. So, ihr seid ja beide Gruppe B. Richtig? Sie. 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 Ja, da haben wir noch gar keine Spiele gemacht. Nein, Das ist schön. wir sind das Erste. Das ist Und heute schön. direkt vier Spiele. Drei. Drei Spiele, genau. Das ist schön. Naja, das ist doch schön, dass wir da Punkte kriegen. Was spielt ihr denn? Terraner Protoss. Wir haben Ja, letztes. vielleicht switche ich heute ein bisschen zwischen Tos und Terra. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wie gesagt, mit den Cooldown haben wir gesprochen. Den setzen wir jetzt mal auf 5 Minuten, um mal zu gucken, wie das so geht. Wobei 10 Minuten schon nicht schlecht war, aber wir sind ja hier, um zu testen. Mehr als 10 Minuten, denke ich mal, macht keinen Sinn. Ist man zu overpowered dann. Richtig. Eine Kreuzervorschrift möchte ich euch eigentlich jetzt noch nicht machen, obwohl die eigentlich ziemlich OP sind. Also mir ist es eigentlich eher Dir ist es gleich. ja egal, ich weiß. Ja, Gut, also. weil, also, wenn er es, oder wenn, ich sag mal jetzt so, bei mir ist er relativ, muss er jetzt nicht unbedingt auf Kreuz oder so gehen. Ja. So an sich, ne? Also wenn er will, kann er ruhig Full-Kreuzer machen oder so. Also ja, habe jetzt nichts dagegen. Ich kann ja trotzdem auf Ja. Sorge zum Beispiel gehen oder so. Oder auf Fassenkleider dazu. Ja, schauen wir einfach mal. Das ist ja lohnt. Ich würde einfach mal sagen, meine Aufregung wird nicht besser. Wir fangen einfach mal an, ja?
wie gesagt, eingestellt ist alles. Cooldown, wisst ihr Bescheid, das wird ja euch angezeigt über die Karte und dann sage ich, beginnen wir einfach mal und dann schauen wir mal, wie lange ihr braucht oder wie lange das Spiel geht und dann werten wir das danach dann nochmal im Übrigen aus. Alles klar. Gut. Gut, dann würde ich mal sagen, starte ich das Spiel und schiebe euch dann ein Channel tiefer. Ja? Nein. Alles klar. Dann wünsche ich euch beiden viel Erfolg und lasst das krachen. Danke, danke. Dann werden wir auf jeden Fall. Werden wir bis später. Haben. Ja, ich bin gespannt, wie die Flitzebogen war. So. Eine kleine Premiere für mich. Wem haben wir denn hier? Wir haben den Yannick in Rot. Ist rot, ja genau. Und dann haben wir den Moni in Gelb. Ich muss erstmal mit der Ansicht hier klarkommen. Links ein anderer Bildschirm, das ein Bildschirm. So. Wie man hier sieht, ist die Aufstellung mal ziemlich gut gelungen, dass sie gegenüber gelandet sind. Aber ich glaube, die Karte ist auch so ausgelegt, dass es 2 zu 2 ist. Von daher, ja. Ich weiß nicht, wie der Yannick spielt. Hab ihn noch nicht spielen sehen. Bei Moni wissen wir das schon. Er kann sehr schnell bauen und er ist auch er rusht auch sehr gerne. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Wobei man jetzt sieht, dass er schon ein bisschen abwartet. Da hat er einen Pylon gebaut. Und ist hier auch schon mit der ersten Drohne unterwegs. Kann man eigentlich die Drohne auch verfolgen? Nee, wa? Ach, schade. Ah, er versucht hier wahrscheinlich schon reinzukommen und wird wahrscheinlich gleich feststellen, dass es nicht geht. Oder? Ja. Ja, das zu. Mein Freund. Wetten aktiv? Okay, das ist schön, weil ich kann es nebenbei nicht machen. Ich kriege das, glaube ich, nicht hin. Aber vielen Dank für die Wetten. Ja, liebe TikToker, das ist für mich ja auch das erste Mal, dass ich euch hier dabei habe. Es ist schon eine kleine Ehre, dass wir das mal so hingekriegt haben, dass wir hier Content vom Bein haben. Wir haben auf Twitch, wenn ihr mal auf Twitch kommen möchtet, dort könnt ihr auch gerne den Stream gucken in, sag ich mal, besserer Qualität und ein bisschen hochauflösender. Dort gibt es Kanalwetten. Die meisten wissen das schon und da wird Wetten abschließen oder Kanalpunkte vergeben auf denjenigen, wo man meint, dass der gewinnen würde. Wenn ihr da auch Lust habt, könnt ihr gern rüber auf Twitch wechseln. Und ja, ach, du hast morgen Papagei geschrieben. Ja, ist doch egal, was geschrieben hat. Ja, jetzt das alles wieder, was ich in das halbe Jahr geärgert habe. Ich merke das schon. Eigentlich warte ich immer noch, dass im Hintergrund gleich irgendwas kommt. Nippelboard oder so. Dann wäre das die Rache von gestern. Ja, und danke, Dennis, JPS, für deine Rose. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ich muss mich daran noch gewöhnen, dass ich hier zwei Chats offen habe. Ich werde mir das wahrscheinlich mal irgendwann nochmal umstellen müssen, dass ich die nebeneinander habe. Es ist, wie gesagt, noch Neuland. Ich habe sonst immer nur bisher Twitch dran gehabt. So, aber zurück zum Geschehen. Unser Moni hat hier schon mal ein Warpknoten jetzt hingesetzt und hat auch schon seine erste Echse platziert und ich denke mal, der wird hier auf die zweite warten. Währenddessen unser Yannick sich hier noch so ein bisschen zurückhält und sich erstmal in seiner Basis eingebaut hat. Aber schon hier zu sehen, er hat schon seine Dings platziert, wobei man jetzt hier mal drauf achten müsste, ob das jetzt ein Auto-Attack war oder halt nicht, aber das müssen wir uns dann nachher mal angucken. Was ist das? Ach ja, stimmt. Ach, lassen wir mal die Einheiten dran. Das ist mal ganz interessant zu sehen. Wer hier was hat. Das haben wir nämlich letztes Mal auch noch gar nicht gemacht. Man entdeckt doch immer wieder neue Sachen hier im Stream.
Ja, wie gesagt, er hat zweite Echse hat er hier schon. Baut sich jetzt hier aus. Der Schmiede hat seinen Kybernetik-Kern hat er schon gesetzt. Und ja, bin mal gespannt, ob er auch wieder auf Luft geht oder ob er sich eher zurückhält. Ansonsten, ja, was ist hier los? Die Drohne hat Begleiter bekommen. Von Marines. Auch nicht schlecht. Wenn man Wachschutz kriegt von jemand anderes. Aber das Ganze, also ich vermute mal, er platziert sich jetzt hier schon, um sobald der Cooldown vorbei ist, ihn da zu stören und gleich seine Echse hinzusetzen. Und ja, er geht auf Fabriken. Und das sieht doch hier eher nach einem Ghost-Manöver aus. Ja, und da ist die Schweigeminute. Jetzt weiß ich, wie er sich fühlt. Zu sitzen und zu lernen, einfach zu quatschen. Wisst ihr, wenn ich nebenbei so als Co-Moderator bin, ja, da könnte ich stundenlang quatschen. Ja, da könnte ich unseren Cutter immer zuquatschen. Aber wenn jetzt ich selber sitze und es darauf ankommt, dass du reden musst, dann schüchtern. So, die Cooldown-Zeit ist rum. Seit einer knappen Dreiviertelminute. Und es ist bisher noch ziemlich ruhig. Er baut jetzt hier oben seine Echse. Er ist noch umgegangen und was ich persönlich finde, ist es, ja, stimmt, es ist wirklich mal was anderes. Das finde ich auch. Unser Moni ist erstaunlich zurückhaltend. Was die Einheiten betrifft, weil. Ja. Drei Berserker, also, wie gesagt, ich kenne das anders. Und das ja an, ich glaube. Hallo Lucky, willkommen bei uns. Nicht wundern, ist nicht Katas Stimme, ist meine Stimme, ist der Chris. Der Chris ist hier. Nicht erschrecken, ja, ich weiß auch nicht. So. Ah, guck mal hier, jetzt versucht er die Ebene so ein bisschen abzuschotten, sage ich mal, aber das wird schwierig, weil das halt wirklich ein großer Bereich ist, den er hier dicht machen muss. Skandal! Hallo Dieter! Skandal im Sperrbezug, ja. So ist es hier. Ah, ich habe die Musik aufgelegt. Es gibt Textstellen, da könnte ich dann immer irgendwas zu sagen zu irgendeinem Lied, ja. Ja, aber wie gesagt, nicht wundern, der Cutter ist heute als Co-Moderator, schrägstrich auch so ein bisschen Zuschauer heute da. Er hat heute mal den Part, den wir sonst immer haben. Und kann sich heute mal schön zurücklehnen und genauestens beobachten, was hier heute vonstatten geht. So, da haben wir die dritte Echse mittlerweile von unserem Moni. Und einheitentechnisch sieht es so aus, dass er jetzt schon mal auf 8 Berserker hochgestuft hat. Währenddessen Janek 4 Panzer hat oder Belagerungspanzer und 9 Space Marines. Also beide noch ziemlich zurückhaltend. Und ich denke mal, er wird hier jetzt probieren, das Ganze hier dicht zu machen. Ist halt nur die Frage, ob er es auch schafft. Ansonsten können wir ja mal uns. Das ist ja das Schöne, wir können ja auch mal in die Kameraführung gehen, was unsere Spieler hier machen, jetzt zum Beispiel mit Janek. Ist das gerade den. Na? Geht nicht. Geht nicht. Spielerkamera. Okay, streikt heute. Ach so. Alles klar, sobald ich die Trefferpunktenleiste anmache, geht's nicht. Gut. Gut zu wissen. Ja. Jetzt schauen wir uns mal an, wo der Janek mit seiner Kamera hier so hin und her springt. Man merkt schon die Frequenz, dass er halt wirklich. Ja. Man sieht ja auch, wie er durchklickt. Das kann man ja gerade alles sehr schön beobachten. Also ich könnte das nicht. Ja.
Aber es ist halt wirklich schön zu sehen, was wir hier für Möglichkeiten haben. Bei StarCraft im Gegensatz zu Command & Conquer. Denn wir haben hier erstmal die Übersicht ist eine viel bessere, so wie wir hier sehen. Ich kann wirklich die Ansicht auf die Panzer machen oder auf die Einheit machen. Ich kann die Übersicht auf die Gebäude machen oder die Ressourcenübersicht. Also wir können hier so viel durchschalten später. Oder auch Produktion, dass wir sehen, welche Forschung er gerade drin hat. Also wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten für die Zukunft von StarCraft 2 für unsere Liga, die geplant ist. Das wird, glaube ich, richtig schön. Ich glaube, nicht bloß ich, sondern auch der Cutter freut sich da auch wie ein kleines Kind. So, hey. Vor allen Dingen, weil der Cutter letztens angekündigt hat, dass er in der Liga mitspielen wird. Und darauf freuen sich sicherlich schon einige, mal ein Spiel zu haben, wo sie auch offiziell gegen Cutter spielen können. Ja. Wir hatten ja mal kurz das Vergnügen bei Command & Conquer, dass er mal kurz in der Liga mit eingesprungen ist und ja, die Gegenspieler haben es genossen. So, aber kommen wir mal zurück zu StarCraft. Auch möchte jetzt, also ich rede gerne über Command & Conquer, aber deswegen sind wir ja nicht hier, wir sind ja heute hier wegen StarCraft. Schauen wir uns mal das Ganze an. Wir haben jetzt hier ist immer noch seine zweite Exa, er hat bisher nur zwei und unser Janek und er macht so wie ich eigentlich, er setzt sich dahin, um nur zu sammeln, aber baut halt auch nach. Hier sehen wir aber jetzt schon, dass hier schon eine größere Truppe ist von Moni, der sich jetzt so langsam mal in die Richtung bewegt und das Problem ist, er hat die Seite hier noch nicht zu. Dementsprechend wird das schwierig. Er kundschaftet das jetzt mal aus. Wir gucken das mal jetzt mal in seiner Sicht. Du bist ja gemein. Lol. Also ich muss schon sagen, Katas Frau ist heute in dem Stream schon das Highlight. Ist schon eins der Highlights. Ich finde es lustig. Ich habe das ja nie so mitbekommen, wenn sie auf TikTok ist. Ich hoffe, du gibst ihm auch in seinem Stream genauso Feuer. Ja, jedenfalls ist es schön zu sehen, dass das der Moni hier schon auskundschaftet. Und was hier leider fehlt, ist noch die Luftabwehr. Um das Ganze abzuwehren. Deswegen hier kommt schon. Eieiei, hier kommt ja richtig was nach. Das wird böse. Also, wie gesagt, er kommt jetzt von zwei Seiten, wie wir es jetzt so schön sehen können. Und. Ja. Ich glaube nicht, dass er das hier abgewehrt bekommen, weil dafür hat er zu wenig Einheiten. Dafür müsste er mehr bauen. Er hat zwar hier eine große Anzahl Panzer, ich zitiere, du kannst nicht mal Stein, Schere, Papier spielen. Schön. Was? Du hast noch. Hi Chris. Ah, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Du hast noch einen Chat von gestern Abend hier. Ja, nee, wir sind heute schon live aktuell. So. Da waren schon gerade die ersten Auseinandersetzungen. Und er hat jetzt mitgekriegt, dass da was steht. Und ich glaube, jetzt muss er. Ja. Das Problem ist, er stellt jetzt um und nimmt jetzt hier die Abwehr weg. Was ich eigentlich jetzt. Ja, kann man machen. Aber im Endeffekt. Ja, gut. Er müsste das halt hier wirklich zubauen. Und das ist gerade so sein Problem. Er zieht sich jetzt auch nochmal zurück. Und er macht ja hier auch schon auf beiden Seiten, sage ich mal, kesselt er eben jetzt schon gut ein. Wir schauen mal, ob er weiß, dass er da eine Base hat. Nein, das weiß er nicht. Also, Moni weiß zwar, dass er hier ist, aber er hat noch nicht gesehen, dass sie oben rechts einfach mal noch ein Exa. Und das kann halt noch sehr interessant werden. Sollte er die Exa noch nutzen, um dort noch mehr zu machen, dann könnte er ihn sozusagen vielleicht auch einkesseln, aber gut. Ja, und jetzt hat er gerade eben mal gespürt, wie das ist, wenn man Belagerungspanzer abbekommt.
Aber ich finde, wie gesagt, er ist noch sehr zurückhaltend. Er hat Geld ohne Ende. Also er hat Mineralien en masse, sag ich mal. Er könnte so viel bauen. Und ja. Aber er bunkert sich erstmal ein. Und das wird aber irgendwann das Problem mit dem Einbunkern. Er wird irgendwann nicht mehr rankommen. Oder er wird irgendwann nicht mehr rauskommen, weil er macht das jetzt ziemlich clever. Er setzt halt jetzt überall die Truppen hin. Und bin gespannt. Wie gesagt, ich kenne den Moni auch anders spielend. Also, aber vielleicht ist das jetzt auch die Aufregung, weil das jetzt vielleicht um was geht. Deswegen bin ich auch noch ganz gespannt auf die anderen Spiele heute, die heute noch stattfinden werden. So, guck mal bei Ihnen rein. Wow. Jo. Kann man machen? Sollte man machen? Also damit kann er... Ach, hier ist er noch mehr. Also da kann er für ordentlich Nachschub sorgen. Also man sieht schon, dass er sich jetzt bei diesem Spiel auf Bohnen konzentriert. Also im letzten Spiel ist er ja mit den Phasenglättern immer reingeflogen gekommen. Und hat damit ordentlich Schaden angerichtet. Gerade bei dem Spiel gegen unseren Lord. Was auch sehr interessant war. Ah, was hat er hier drin? Berserker. Er möchte stänkern. Natürlich kann er hier jetzt rein. Weil hier keiner ist. Oh, das wird böse. Das wird ihn sehr wehtun. Auch wenn er hier reingeht. Eigentlich müsste er die Kommandozentrale hochfahren. Macht er aber nicht. Ah doch, macht er doch noch. Als wenn er mich gehört hätte. Oh, das hätte aber auch schief gehen können. Da hat er nochmal ein bisschen Glück gehabt, dass er die Panzer doch günstig zu stehen hatte, dass er sich dort verteidigen konnte. Aber wie schon gesagt, das wird nicht lange gut gehen. Und das Ding ist weg. Wenn er hier nicht aufpasst... Und da geht's schon weiter. Ja, er hätte das überall zumachen müssen. Ja, und natürlich, jetzt ist er reingesprungen und ja, da haben die Panzer natürlich jetzt keine Chance mehr, das noch großflächig Alien vorbei. Er schlägt sich jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber ja, im Endeffekt, das wird eine knappe Kiste. Ich weiß ja nicht, hat er hier oben noch Panzer zu stehen? Ja, er hat welche zu stehen, aber leider in falschen Position. Und hier hat er auch das Ding offen. Und er macht es auch nicht zu. Das ist... aber ganz knapp. Aber dennoch, jetzt ist er drin. Und ja. Das wird jetzt sehr schwer noch zu verteidigen, weil hier kommt jetzt schon Nachschub und... Ich höre mich irgendwie an wie Cutter. Das ist echt schlimm. Ich möchte auch mal sehen. Und wie man sieht auf TikTok... Kata und seine Frau haben Spaß. Das ist schön. So muss das sein. Ja, also ich denke mal auch. Also GG, das Ding ist durch. Also, wobei. Er hat ja hier oben noch diese Basis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er hier das schon früher gebaut hätte. Ich glaube, dann hätte es ein bisschen anders ausgesehen. Aber es wird halt schwer jetzt für ihn. Weil hier kann er zwar das wegnehmen und das könnte er hier auch noch wegnehmen. Aber ich denke mal, ja, hier kommt einfach jetzt zu viel. Das kann er so jetzt nicht mehr stehen. Und da hat er es noch geholt. Da hat er wirklich noch die Fabrik geholt. Ja, Cutter ist schon ein guter Meister. Aber Cutter ist auch ein guter Meister im Schummeln, also so ist es nicht. Ja, das wird schon gezeigt, wie man es nicht machen sollte oder wie es nicht geht. Also wir müssen schon sagen, Kata hat uns sehr viel beigebracht, auch positiv. Und er würde sich wahrscheinlich gleich irgendwas in den Chat schreiben. Ich sehe das gerade nicht. Was hast du jetzt gesagt? Natürlich habe ich das gesagt. Die Frage wäre jetzt,
Das hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Ich erinnere mich nur an diverse Streams von mich, wo ich meine Späße gemacht habe. Wo dann auch dieses Jahr der Chris. Hallo Coxby, willkommen bei uns. Hier ist nicht der Cutter, hier ist der Chris. Willkommen bei uns. Hier in StarCraft 2 Turnierspiele. Und da hat er schon wieder seine Panzer hingestellt. Aber wie gesagt, ja, da kommen jetzt die anderen hinterher und das wird schwer. Auch wenn er hier nochmal eine Echse baut. Das macht der Moni halt ziemlich gut. Also er rückt halt komplett nach und zieht einfach, sag ich mal, sozusagen sein Ding durch. Und eigentlich, er hat ja die Möglichkeiten. Er könnte ja so viel nachbauen. Ja, ist schwierig zu verteidigen. Ist echt schwierig zu verteidigen, aber ich probiere das noch wegzufliegen, aber nein, es ist. Da wird er sich wohl nach großer oder langer Zeit wird er sich da wohl ergeben müssen, weil wie gesagt, das schafft er nicht. Ist halt nur die Frage, wir haben ja ein Spiellimit von 90 Minuten. Das werden wir danach mal ein bisschen verkürzen, weil ich denke mal, 90 Minuten ist zu lang für StarCraft. Denke ich mal. Könnt ihr als Community ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben. StarCraft 2, cooler und ja, nein. Und wenn ja, wie lange? Weil wir sind ja hier noch in der Testphase. Wir testen ja wirklich gerade bei dem Turnier noch wirklich durch, um dann für euch das beste Liga-Erlebnis bieten zu können. Würde mich mal eure Meinung interessieren, wie ihr das findet. Ob wir StarCraft 2 mit einem Cooldown belegen sollten, wenn ja, wie lange. Das wäre jetzt mal interessant, mal von euch jetzt gleich zu lesen, wie ihr das findet. So, da ist das Ding durch. Nicht schlecht. So, ich werde die beiden mal kurz hochholen. Und dann mal mit dem Bein zu reden. Wow. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Na? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, weil eigentlich wollte ich ja mit dem War Prisma, mit den beiden, eigentlich bei dir oben rein, mit Zellets oben pushen, dass du nach oben gehst. So war der Plan, genau das. Und deswegen hast du nämlich schön die Hetze an der Seite gestellt und hast du gedacht, ich sehe es nicht. Und in dem Moment habe ich noch vier Panzer weggeschickt und dann dachte ich, nein, der steht doch schon vor der Tür. Und genau ja. den Ausgang habe ich nicht gesichert gehabt mit Panzer derzeit. Ja, das. Ich dachte so, scheiße, zieh zurück. Ah. Los, wenn der vor. Da war wenn du von hinten gekommen wärst, wär vorbei. Lieber Yannick, da war dein erster Strich. Glückwunsch. Ja. Ach ja. Da war ja was. Ja, klar, Moment, ich komme mal gleich auf euch beiden drauf zurück. Alles gut. Kurz mal. Frage beantworten. Phase, ich meine die maximale Matchzeit, genau. Wie lange das Spiel gehen würde. Weil ich hatte gerade die Umfrage gemacht und das frage ich euch beide auch gleich. Zwecks zum CD. Aber erstmal jetzt, erste Frage an euch, wie war's? Wie empfandet ihr das Spiel? Die Vernichtung war eh vorwärts oder vorher schon klar. Also ehrlich gesagt. Wir hatten ja schon ein paar Spiele zusammen. Ja. Kann man ja sagen. Und da bin ich dann schon etwas ins Schwitzen gekommen, weil ich dann geguckt habe, oh, wie jetzt, er ist schon so weit. Scheiße. Naja, gut, ja, Tastenkombination macht er wieder und, weißt du? Also, er hat halt eine extreme Baugeschwindigkeit drauf. Mhm. Das stimmt, ja. Dadurch, dass du nicht mit der Maus hin und her fahren musst, das spart dir unmöglich an Zeit, also wirklich. Ja, wobei ich sagen musste, dass ich ihm erstmal anfangs ziemlich zurückhaltend fand. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, er hat ja gesagt, er bleibt ein bisschen ruhiger. Ja, weil ich habe ja letztens auch die Spiele gesehen von ihm und dachte so, okay, gut. Aber ja, im Endeffekt hat er dich dann
mit der Masse doch ganz doll überrannt. Wobei du gerade eben schon das Thema hattest, warum hast du diesen anderen Zugang nicht zugemacht? Ja, ich wollte eigentlich. Ich habe den erst zu spät gesehen. Ja. Ich dachte, dieser eine Zugang wäre der einzige. Dann habe ich gesehen, scheiße, dann. Strich. Daneben ist ja noch einer. Ja, ich weiß. Zweiter. Daneben war noch einer und dann habe ich gesehen, da ist ja noch ein dritter Zugang. Richtig. Und dem kam er aber schon wieder mit seinem Prisma von oben an, den ich aus dem Augenwinkel so die gelben Punkte gesehen habe. Nein, mach zu gleich. Und dann waren die Ressourcen wieder nicht da. Dann musstest du erst wieder drei Sekunden warten, ja, bis du Türme wieder aufbauen konntest. Naja, ist halt so. Ja, aber ich muss sagen, dennoch war es eine gewisse Zeit lang doch sehr spannend, weil, wie gesagt, ich kannte ja noch nicht deinen Spielstil und war dann doch sehr überrascht, wie du dann halt deine Panzer da auf einmal massig hingestellt hattest. Aber ja, es wurde dir leider zum Verhängnis, dass du die eine Seite nicht gemacht hast. Weil so hätte er wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht, reinzukommen. Wobei er hat es ja probiert gehabt, hier auf der linken Seite nachher mit den Berserkern, aber die hast du ja eigentlich noch relativ gut verteidigt. Ja, die Berserker gehen ja, aber ich sag mal, Hetzer. Die Macht nachher, die Hetzer, die waren einfach zu viel. Ja, das war zu viel. Und ich muss auf jeden Fall sagen, er hat dazugelernt, auf jeden Fall, vom letzten Mal. Weil da habe ich ihm ja so das eine oder andere ein bisschen erklärt gehabt und mir und uns haben wir dann nochmal das Replay angeguckt. Und so das eine oder andere hat er auf jeden Fall echt gut umgesetzt, muss ich echt sagen. Ja. Vor allem allein das mit den Raketentürmen, da habe ich mich jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so drauf eingestellt. Aber wo ich dann die gesehen habe, denke ich mir so, okay, er hat daraus gelernt. Ja, er hat. Aber echt gut, auf jeden Fall. Er hat sich da, sag ich mal, in seiner Hauptebene doch sehr gut zugestellt, was Luftverteidigung angeht. Mhm. Da wäre es halt schwierig geworden, außer du wärst jetzt Terraner und hättest die Kreuzer rein teleportiert. Ich glaube, das wäre dann auch nochmal eine andere Story gewesen. Ja gut, mit Phasenglätter, sag ich mal, mit Full Upgrade wäre es rein theoretisch auch gegangen, oder gerade mit einer, ich komme nicht auf den Namen, wo die kleinen Drohnen, sag ich jetzt mal, ausschicken. Ja. Ach, wie heißen sie denn? Ja, wie heißen die? Ich würde es dir gerne sagen, weiß ich jetzt nicht. Aber du meinst die anderen Schiffe. Träger. Die Träger, genau. Ihr seid so eine Anfänger-Träger-Mensch. Ja, tut mir leid. Das Ding ist, ich habe schon vorhin zum Janik gesagt, die Hotkeys vom Terraner kenne ich irgendwie auswendig als vom TOS, obwohl ich eigentlich nur TOS spiele. Naja, ich bin ja auch durch und durch ein TOS-Spieler, davon mal abgesehen. Aber ich habe mir das eben auch mal so schön aus dem Passiven angeschaut und habe jetzt mal drauf geachtet, was die anderen so geschrieben haben. Also viele sagen ja, am besten mal ohne CD spielen, so 0 Minuten. Und Phase sagt sogar vielleicht 30 oder 40 Minuten als Spiel ansetzen. Wobei ich, glaube ich, eher auf eine Dreiviertelstunde mal tippen würde. Ja. Weil es gibt ja bestimmt bei uns in der Liga, ich vermute, dass wir wirklich auch mit Unentschieden spielen werden. Ja, das ist sowas dann auch, dass einfach dann nicht mehr weitergeht. Oder? Ja, aber man muss auch halt den Vergleich ziehen, dass StarCraft, sag ich mal, im Gegensatz zu Command & Conquer einfach ein schnelleres Spiel ist. Ich denke mal auch, so wie einige schon geschrieben haben, dass wir die langen Zeiten gar nicht brauchen. Ja gut, das ist jetzt schon ewig her, also zu meiner Zeit, wo ich noch aktiv StarCraft gespielt habe, da habe ich auch schon das eine oder andere Mal ein Game gehabt, wo, sag ich mal, ja, schon gut eine halbe Stunde, 20 Minuten auf jeden Fall ging. Ja. So, wenn man wirklich auf der gleichen Ebene ist und weiß, wer wie was spielt oder wer pusht und ja, so, genau, also die ganzen Timings und so kennen, dann kommt es schon gut darauf hinaus, dass es mal 20 Minuten, eine halbe Stunde auf jeden Fall geht. Klar, da ist dann die ganze App, Map voll mit Echsen und so, das zieht sich dann halt noch etwas und dann geht es halt nur bloß darum, bei wem geht die Ressourcen als solches aus, wer kann die Einheiten besser kontrollieren als der andere. Genau. Ja. Was denn? Auch schön zu sehen, weil du hast lange Zeit nicht gewusst, dass der da oben rechts ist, ne? Also ich hab zwischendurch bei dir mal reingeschaltet gehabt, du hast zum Beispiel gar nicht oder hast lange nicht mitbekommen, dass Yannick ganz oben rechts noch eine Echse hat. Und eigentlich habe ich da in Yannick auch eine gewisse Hoffnung reingesteckt, dass da noch irgendwas kommt, aber da kam lange nichts. Erst als seine Hauptbase angegriffen wurde, dann hat er da angefangen zu bauen.
Ja, gut, an sich jetzt nicht, sag ich mal. Aber es kommt immer auf die Map an. Also, zum Beispiel, jetzt habe ich auch zum Janik schon vorhin gesagt: zum Beispiel, jetzt bei der Map ist jetzt so, statt hochbauen, baust du von rechts nach links sozusagen. Und danach halt von seiner ersten Base halt hochzus oder so. Und bei denen, also, es kommt halt immer auf die Map an. Wie man da halt am besten baut, weil zum Beispiel jetzt beim Zerg ist halt so, der sucht halt den kürzesten Weg, beim Terranotos natürlich auch, aber da ist dann meistens eher so, dadurch, dass der Zerg halt schneller hinkommt als jetzt Toss oder Terraner, suchen sie sich halt lieber den weiten Weg, benutzen den halt auch. Klar, ist halt auch ein Nachteil, du kommst halt mit den Einheiten langsamer hin, aber jetzt gegen Zerg, sag ich mal, ist dann halt schon besser und lieber einen längeren Weg zu nehmen als einen kürzeren, weil du kannst dann immer noch den Rückruf machen. Klar, nur bloß einmal. Da musst du dann halt gucken, welche Einheiten du nimmst. Und dann einfach hinter reinwarben mit zum Beispiel jetzt hier die. Warte mal, du musst jetzt echt gucken. Hey, das gibt's doch nicht. Hage mal. Protektor. So, jetzt Ja. haben wir's. Das gibt's nicht, ey, echt. Ist aber was anderes, wenn man im Live ist, Ja. ne? Wir kennen das, unsere ersten Live-Spiele waren auch so. Ja, und dann suchst halt nur bis die Protektoren hinter rein warbe und machst halt die zu mit ihre Ja. Schilde und gut ist. Und dann kannst du halt die Zeit nutzen. Aber nochmal zu dem Thema Cooldown. Wie würdet ihr das sehen? Bräuchte man einen, bräuchte man keinen? Also wenn du keinen machst, sage ich dir, hätte er mich nach 3 Minuten schon überrannt. Jo. Also es ist einfach so. Also wir haben sehr viele Spiele in den letzten Wochen gehabt, und Ja. wo wir wirklich sagen, wenn wir jetzt ein 3 gegen 3 spielen zum Beispiel, zwei bauen hinten auf und einer rennt schon vor und macht sofort Angriff innerhalb von 3 Minuten. Wir haben Spiele bei gehabt, die 5 Minuten gewusst gegangen sind mit 3 Spielern, also gegen 3 Spieler, und das war im Durchschnitt von uns denn. Da haben wir 10, 15 Spiele am Abend gemacht, und wenn du keinen Cooldown machst, ist es halt einfach zu schnell. So würde ich sagen. Gut, Also die fünf denk. Minuten sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, das ist halt die Frage, ob 5 oder 10. Wir haben halt letzte Woche schon gemerkt, dass 10 doch ziemlich krass ist, weil du eigentlich in 10 Minuten kannst du ja eigentlich komplett aufbauen und kannst eine komplette Armee machen. Und dann würde es halt nur noch eine richtige, wahrscheinlich nur eine Schlacht geben und dann wäre vorbei. Deswegen bei 5 Minuten fand ich das jetzt schon, man hätte sicherlich schon ein paar Seitenhiebe geben können. Habt ihr jetzt nicht gemacht, aber ist ja auch nicht schlimm. Aber ich denke mal, dass das dadurch jetzt noch ein bisschen spannender wird. Ja. Ja Ja. gut, ich sag mal, also jetzt von meiner Seite aus, sag ich mal, ist mir gleich, sag ich jetzt mal. Gut, jetzt bei mir und Nordkrone ist jetzt halt, sag ich mal, ein bisschen was anderes. Da müssen wir halt Ja. nochmal mit ihm dann nochmal quatschen in Ruhe. Aber ich sag mal, er wird wahrscheinlich genauso sehen wie ich, dass wir dann eher da auf Null machen und Ja mit gut. Waschen oder Pushen Das kann man ja müssen wir halt denn, dann mal gucken. das kann man ja denn gegeben der Ligen denn ja nochmal festlegen, weil ich denke mal, Genau. so wie du sagst, jetzt, wenn wirklich eine schwere Liga gegeben wird oder wie sie denn sich auch immer schimpft, Richtig. ich glaube, da werden wir keinen Cooldown brauchen. Weil da wird bei euch so schon die Action abgehen, dass ihr probiert euch gegenseitig schon zu ärgern. Definitiv, ja. Ja. Super, Nee, dann. aber jetzt so generell jetzt für Yannick oder so, sage ich mal, 5 Minuten, Ja. 10 Minuten. Alles klar. Ich hoffe mal, das hat sich unser Co-Moderator, das ist schön, mal ihn so zu nennen, aufgeschrieben. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es war für mich trotzdem, und dann denke ich mal für die Zuschauer auch, echt ein wunderschönes Spiel zum Anfang.